Mensch, sieht das toll aus. Ja, wir drehen im März 2019 und das ist ein gedeckter Tisch für Menschen, die lernen, wie man sich perfekt ernährt. Wir sind heute im Ernährungszentrum Saarland auf dem Eschberg. Und das ist der Eschberg, wenn es denn mal ein bisschen wärmer wird. Und so kann man sich wirklich toll amüsieren hier am Eschberg. Denn es wird schön und wenn es schön wird, dann möchte man natürlich seine Traumfigur haben. Und möchte die natürlich auch behalten. Und hier lernt man mit ganz vielen Gleichgesinnten das Richtige zu essen, sich ausgewogen zu ernähren und die Speisen natürlich auch perfekt zuzubereiten. Man lernt, was ist gut für einen, was ist schlecht für einen, wie ernährt man sich ausgewogen und wie kocht man auch richtig, ja. Und hier haben wir insgesamt vier Frauen, tolle, starke Frauen. Hallo erstmal euch, ja. Einmal Dr. Claudia Thier, guten Tag. Ja, hallo Herr Herzog. Herzlich willkommen, dass Sie auch mal da sind, wenn wir hier einen Kochkurs vorbereiten. Ja, ich zeige nicht nur das, wir werden gleich mal kurz die Kollegen vorstellen. Wir werden auch mal den gedeckten Tisch zeigen. Also wenn ihr Kochkurse macht, ja, mit den ganzen Leuten hier, dann geht es schon fast festlich zu. Und es sieht richtig toll aus. Ich zeige mal kurz den Tisch, wie der gedeckt ist. Es sieht aus wie, ja, wie aus dem Bilderbuch. Und das Ganze wird gleich passieren, denn so gegen 17, 17:30 Uhr treffen die ersten Leute ein. Ihr habt einiges vorbereitet. Aber wir fangen erstmal an. Hier ist Lena Bob. Guten Tag, Frau Bob. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut, danke. Und Ihnen? Ja, es ist früher, ich habe so ein bisschen immer Probleme mit dem Übergang von kalt auf warm. Also Okay. das ist so, ich glaube, da sind viele, außerdem habe ich ein paar Kilo zu viel. Na ja, dann werden Sie doch heute Abend genau richtig bei uns. Ja, ich gucke euch mal über die Schultern, Ja. ja. Ja, ein neues Gesicht, ja, im Ernährungszentrum Saarland. Wer sind Sie? Mein Name ist Laura Rupp und ich bin Studentin für Ernährungsberatung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Genau, es ist ein duales Studium. Das bedeutet, Sie sind Vollzeit hier beschäftigt und studieren quasi parallel an der Uni dann. In Köln? Genau, in Köln. Okay. Ist das schöne Ernährung? Ja, es macht sehr viel Spaß, Warum? weil man damit so viel erreichen kann. Man kann Menschen helfen. Es macht einfach Spaß. Und hier ist noch jemand, ganz neu das Gesicht. Wer sind Sie? Mein Name ist Michaela Kujanitz. Frau Kujanitz, was haben Sie für eine Aufgabe hier in Zukunft? Also meine Aufgabe ist hier Abnehmen im Liegen. Das ist ein ganz neues Projekt, das wir ab dem 9.04. starten. Ja, gibt es ein extra Video, werden wir gleich mal drehen. Sie sind auch Masseurin, muss man dazu sagen. Aber das Ganze, und deswegen sind Sie heute hier, Abnehmen im Liegen ist eine Sache, aber die Ernährung ist ganz wichtig, oder? Genau, ne? Dafür sind die anderen dann zuständig, wie die Frau Bob oder die Frau Dr. Thiel. Die kümmern sich dann um die Ernährung. So, Sie haben zu mir gesagt, kommt doch mal gucken, Herzog, kommen Sie doch mal vorbei, wenn das alles noch nicht zerstört ist, das Bild. Ja, so ist es optimal für Sie angerichtet, ist schön. Genau, ist wunderschön, ist toll vorbereitet, alles fix und fertig, dass die Teilnehmer dann sofort loslegen können mit ihren ja, Kochaktivitäten. Ja, Frau Bob, wenn Sie mal kurz zu mir kommen und vielleicht die Werkstudentin, hätte ich fast gesagt, mal mit dazu, dass wir mal ein bisschen darüber reden. Das sind jetzt echte Lebensmittel. Die sind nicht nur, das ist kein Kunststoff oder irgendwas. Das ist gut, was hier ist. Ja, genau, da ist noch richtig viel Leben drin. Das ist frisches Gemüse, ja, Champignons, Rucola-Salat wird es geben und ja, Beeren, ganz viele Ballaststoffe. Wir arbeiten gerne mit Kräutern, mit Gewürzen, da sind auch super Nährstoffe drin. Ja, auch Ganz frische Möhren, Produkte. die es da gibt. Das sind Biomöhren. Ja. Okay. Ja, also es sind eigentlich ganz normale Sachen, die man ja alles so kennt. Der Blumenkohl ist mit drin, ja, alles das, was ich früher nicht essen wollte, ja, mit allem drum und dran. Wenn man älter wird, dann lernt man hier wieder, wie man kocht. Wo habt ihr denn die tollen Rezepte her? Die Rezepte kommen vom Leberfasten nach Dr. Worm. Okay. Wir kochen die hier mit den Patienten nach. Ja, ich schaue mal kurz hier über die Schultern. Da ist das Buch, Frau Dr. Thiel. Sie halten es gerade in der Hand. Dr. Buch Worm, von Dr. Worm. toller Mann, oder? In dem Ja, Bereich. das ist ganz toll. Wir sind ganz glücklich, dass es ihn gibt, dass er wirklich das Eiweiß so in den Vordergrund gehoben haben und dass wir das Leberfasten machen dürfen. Und das ist ein tolles Buch. Da kann man anhand dieses Buches ganz alleine auch Leberfasten machen, 4 Wochen lang. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Rezepte einsetzen können, weil die uns wirklich sehr helfen. So, das sind Originalbilder, die habt ihr geschossen. Das Die sind, haben wir die selber sind nicht aus dem gemacht. Buch, so Nein, sieht es nein. später aus. Ja. Hafer-Walnussbrot. Denn man kann ganz, ganz viele Dinge, die man, ich sag mal, kaufen kann, auch selber backen. Da weiß man zumindest, was drin ist, oder? Genau, ja. Genau, keine Zusatzstoffe, also es sind dann wirklich natürliche Lebensmittel drin. Es ist viel besser für den Körper zu verstoffwechseln, wie irgendwelche Chemie, die in Fertigprodukten drin ist.
Ja, das Ganze ist eigentlich einfacher, wie man denkt, aber wenn man sich gesund ernähren möchte, gibt es natürlich jetzt schon so Online-Seiten, da kann ich gesundes Essen kaufen für unglaublich viel Geld. Mhm. Da lachen sie sich immer tot und sagen, ja, das ist der Haferkost da und da nur so und so viel. Es ist so einfach, man muss aber ein bisschen Zeit investieren. Ja, es ist ein bisschen mehr Zeit, aber das geht dann in die Gewohnheit über und dann ist es gar nicht mehr so viel Zeit am Ende. Also wenn man das so ein bisschen trainiert hat, dann ist man irgendwann auch schnell im Gemüseschnippeln und im Selbstmachen. Frau Bob, Sie haben Hunde. Ja. Hunde sind Gewohnheitstiere. Ja, genau, das stimmt. Die lernen 20, 30, 40 Mal ein Kommando, dann können sie es. Genau, ja. Das ist bei Menschen nicht viel anders. Das heißt, sie müssen üben, oder? Genau, ja. Wir dürfen auch gerne mal neue Reize gehen. Das sind Nervenbahnen im Gehirn, die sich da bilden. Wir trampeln immer dieselben Pfade und wir müssen erst ein bisschen den anderen Pfad, den wir noch nicht kennen, ein bisschen freiräumen, dass der genauso einfach zu gehen ist wie der gewohnte Pfad, wenn wir den Fertigproduktpfad nennen würden. Und der neue, frische Gemüsepfad, der muss erst ein bisschen gebildet werden. Und es ist ein bisschen anstrengend am Anfang, aber dann ja, mit unserer Hilfe und unserer Unterstützung, da geht es eigentlich ganz leicht dann irgendwann. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass man sich gesund ernährt, das ist ja jetzt leicht erklärt, sondern dass man eine Gruppe hat mit Gleichgesinnten. Das ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt, die Leute kennen sich selbst beim anderen so ein bisschen wieder? Ja, das denke ich doch auf jeden Fall. Also ich zeig mal was. Das hier ist jetzt Kokos-Ricotta-Creme. Klingt, also sobald ich den Namen Ricotta höre, nach ungefähr 5000 Kalorien. Es ist aber anders, oder? Nee, es sind nicht so viel Kalorien. Ich muss jetzt selber noch mal drauf gucken, wie viel da drin ist. Kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen. Da steht es nicht im Buch, steht es. Aber es ist wirklich nicht viel. Das ist nicht viel. Also kann man sich gut leisten und es schmeckt wirklich richtig lecker. Genau, es gibt bei der Ernährungsberatung auch nicht das Konzept für alle. Also es gibt ja viele, die sagen, hey, und ich mache jetzt mal, ich lasse die Kohlenhydrate weg, ich lasse das weg und so weiter. So einfach ist es nicht. Nee, es ist gewisse Zeit oder gewisse Konzepte funktionieren für eine gewisse Zeit, je nachdem, was man erreichen möchte. Aber es ist ganz wichtig, individuell nochmal auf den eigenen Körper zu hören. Man weiß eigentlich selbst ganz gut, was für einen passt. Und lange nach einem strengen Konzept zu essen, funktioniert meistens nicht. Ich habe meistens ist es so, die Leute kaufen vielleicht in einem Supermarkt, kaufen immer dasselbe. Mhm. Da fängt es schon an, ich kann es nicht mehr sehen, so nach dem Motto. Genau. Ja, also meine Oma hat früher mal gemerkt, oh, der mag Schokolade aufs Brot. Gab es so Essschokolade in so Täfelchen, SZ. Mhm. Oh, und da gab es jeden Tag SZ, weil meine Oma das gesehen hat. Irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ja, genau. Abwechslung ist das Thema. Ja, und das ist intuitiver. Also der Körper braucht auch immer mal neue Anreize. Und es gibt sogar jemanden, der in Amerika immer diese Oreo-Kekse gegessen hat. Ich glaube, sie hat sich vorgenommen, nur noch dies zu essen. Ich glaube, nach 11 Tagen ist sie gebrochen und hat dann automatisch Nährstoffe verlangt und wollte was Gesundes essen. Also der Körper sagt uns eigentlich, was er braucht. Und da kommt man wieder hin mit der Unterstützung, dass man am Anfang sich vielleicht einem tollen Konzept wie Leberfasten bedient und einfach wieder auf die richtige Spur kommt, ins richtige Fahrwasser und dann irgendwann lernen, aufs Körpergefühl zu hören und dann wird das. Ja, ich zeige mal kurz drauf. Ich höre weiter zu. Ich habe ein Interview gehört vom Reimer Kalmo und der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es in der Bild-Zeitung war oder in der Saarbrücker Zeitung, hat gesagt, dass das Grünzeug kommt, wenn ich irgendwie hat sich unglaublich schlecht über Salat und Co. geäußert und hat gemeint, dass, da ist er nicht so Fan von, ja. Aber es hat auch viel damit zu tun. Das heißt, Kohlenhydrate nur ist auch nicht gut. Nee, also nur alles zu extrem ist nicht gut und Kohlenhydrate, wir essen viel zu viel Zucker, viel zu viel Kohlenhydrate und vergessen dabei das wertvolle Gemüse. Viele denken, sie werden nur von Kohlenhydraten satt und das ist ein Trugschluss, weil wir brauchen eigentlich ganz viel Protein, Eiweiß, damit wir satt werden. Wir brauchen Vitamine, Nährstoffe, dass unsere Stoffwechselprozesse im Körper gut funktionieren. Und genau, es ist ein schöner bunter Teller, den wir brauchen, um gut versorgt zu sein. Und nur eine Nährstoffgruppe zu essen, eine Makronährstoffgruppe, wäre da das Falsche. Ja, jetzt gibt es ja in ganz vielen Restaurants viele Dinge, die wir vor Jahren schon gefilmt haben, wie zum Beispiel Gemüsenudeln, ja. Die gibt es jetzt auch in Restaurants. Ist da eine Änderung? Spannend. Genau. Ja. Ist da eine Änderung zu sehen mittlerweile bei Restaurants? Ja, generell. Also es ist ja immer Angebot bestimmt die Nachfrage und umgekehrt. Und es ist super wichtig, dass da die mitgehen, weil wir müssen viel mehr für unsere Gesundheit tun. Und es ist schön zu sehen, dass dann Restaurants dann auch unterstützen, wenn man was für die Gesundheit tun will. Ja, prima. So, wir werden euch ja ein bisschen über die Schulter gucken. Es kommen gleich ganz viele Gäste. Und bis gleich. Und Frau Dr. Claudia Thiel, Sie haben ein System entwickelt, das heißt Ernährungszentrum Saarland. Ja, das ist hier auf dem Eschberg.
Genau, wir haben das Ernährungszentrum Saar hier oben auf dem Eschberg, im Eschberger Hof. Und da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dass wir alle Menschen beraten möchten nach ihren individuellen Problemen, dass sie mit ihrer Ernährung sich gesund und fit halten können. Genau, Sie sind selbst Ärztin, haben die Praxis unten drunter. Das Ernährungszentrum ist abgekoppelt. Hier geht es nur um Ernährung. Sie behandeln aber auch viele Patienten, die zum Beispiel Diabetes Typ 2 haben, stark übergewichtig sind und die eine echte Lebensverbesserung erhalten durch gesunde Ernährung und durch Abnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist ja häufig, dass wir nicht richtig abnehmen können. Und das liegt oft daran, dass wir in einer Insulinresistenz sind, dass die Leber nicht richtig arbeitet. Und da können wir unheimlich viel erreichen. Also auch für Leute, die das bisher nicht geschafft haben. Wir begleiten sie und wir bleiben auch langfristig, also über Wochen, Monate, Jahre, der Partner unserer Patienten, dass sie wirklich auch die Erfolge behalten können. Das ist ganz wichtig. Sie sind ziemlich gut im Auswendiglernen, richtig? Nein, das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin nicht gut im Auswendiglernen. Genau, es gibt eine Rufnummer, wo man anrufen ja, kann. Ja, die Rufnummer, die weiß ich. Das ist in 0681 84 12 47 97. Genau, bitte noch einmal. In Saarbrücken die 0681 84 12 47 97. Genau, das haben wir nämlich mal geübt. Die Rufnummer ist nicht so ganz einfach. Sie ist parallel noch mit eingeblendet. Ja, wenn Sie Interesse haben, Beratung ist so eh kostenlos. Leute können vorbeikommen, sich erstmal beraten lassen und dann kann man entscheiden, was man macht. Ja, also als erstes bitte anrufen. Bitte anrufen, ja, bitte, haben wir gesagt. Genau, bitte anrufen. Viele Leute an, im Telefonat sieht man dann schon, ob es ganz klar ist, um was es geht. Also wenn ganz klar ist, dass jemand eine Fructoseintoleranz hat zum Beispiel, dann braucht man das Vorgespräch eigentlich nicht mehr. Dann gehen wir gleich in die Beratung. Ansonsten machen wir das ganz individuell, je nachdem, was jemand möchte, dass er vorbeikommt, sich das anschauen kann und dass wir da einfach das besprechen, was für denjenigen das Beste ist. Also Sie wundern sich ab und zu auch schon mal, dass es so Ferndiagnosen gibt zum Thema Ernährungsberatung, ja, dass also, ich sag mal, anhand von Webseiten oder Formularen, die man ausfüllt und dann kommt der fertige Plan raus, die Leute haben den Patienten noch nie gesehen. Ja, es gibt sehr, sehr viele solche Sachen. Ich sehe aber tagtäglich, dass die Umsetzung das größte Problem ist und das geht wirklich nur in der individuellen Begleitung. Ja, das noch viel schlimmer ist, wenn man also sich die Leute nicht persönlich anguckt, das kann sehr schädlich werden für den Organismus, wenn man sich falsch ernährt. Also wenn man etwas nimmt, was die nicht vertragen. Ja, das also Schädigen mit Ernährung ist relativ schwierig. Der Körper ist resistent. Der Körper schafft eine ganze Menge. Das sehen wir ja tagtäglich, Chips. was wir alles in uns reinfuttern können, ohne groß geschädigt zu werden kurzfristig. Aber unser Anspruch ist natürlich, dass wir individuell den Einzelnen begleiten und dass wir wirklich dann auch auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen, weil jeder Mensch ist anders und gerade was Ernährung betrifft, viele Dinge, die mag man nicht, die verträgt man nicht und das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Ja, ich habe noch eine Frage an die Lena. Es ist ja so, dass es gibt in allen Bereichen gibt's Ausbildung. Jetzt ist das Thema Ernährungsberatung ist ja noch relativ neu. Also wenn man mal so die 2 Millionen Jahre, wo es die Menschen gibt, vielleicht sieht, ja, so Ernährungsberatung ist wirklich neu. Also es gibt jetzt Studiengänge, es gibt dies und das und jenes. Wie haben die Leute das denn früher gemacht, in den 60er, 70er Jahren, die Ernährung? Da gab es ja keine Ernährungsberater, gab es sie schon. Ja, da war ich ja leider noch nicht auf der Welt, deshalb kann ich Ihnen das nicht so genau sagen. Als Sie das gelernt haben, wir haben ja viele Patienten, 60, 70 Jahre, die so in den 70er, 80er groß geworden sind, da hat man das gegessen, was auf den Tisch kam. Ja, und oftmals ist es gar nicht so schlecht, was man früher, also wenn man, was die Großmutter so gekocht hat, war gar nicht so schlecht, weil es viel naturbelassener war, wie diese Lebensmittel, die es heute im Supermarkt gibt. Also ja, man hat viel intuitiver gegessen, man hat natürlich auch viel härter gearbeitet. Also einmal die Woche nur Fleisch. Körperlicher gearbeitet, einmal die Woche Fleisch, genau so Regeln, die Oma noch mitgegeben hat, die sind gar nicht unbedingt so schlecht. Nur wir haben die Linsensuppe gab es früher. Genau, die Linsensuppe. Und auch der Teller war immer schön ausgewogen. Und wir haben nur das ein bisschen vermischt mit der Industrie oder mit Fertigprodukten und Dinge gegessen. Und da essen jetzt noch viele Kohlenhydrate, die vielleicht die Oma auch viel gemacht hat, Kartoffeln. Aber wir brauchen einfach weniger, weil wir mehr sitzen. Wir haben mehr sitzende Tätigkeiten, sind mehr am PC unterwegs. Und wir dürfen es einfach ein bisschen anpassen, weil der Mensch entwickelt sich weiter, die Ernährung hat sich weiterentwickelt. Wir haben ein unglaubliches Wissen über die Ernährung, was ganz wertvoll ist. Und das dürfen wir jetzt einfach anwenden. Und deshalb ist es super gut, dass es so viele Studiengänge gibt und dass einfach viele Menschen sich in dem Thema mittlerweile auskennen und sich belesen. Das ist eine gute Entwicklung. Ja, vielen Dank euch und wir schauen euch gleich mal über die Schulter mit ein paar Leuten, die hierher kommen. Ja, bis gleich. Bleibt dran. Ja, es ist soweit. Hier ist die Lena. Grüß dich, Lena. Es ist jetzt kurz nach 5. Es geht los. Ganz viele Leute sind schon da. 3 haben wir stellvertretend. Genau. So, und jetzt haben wir direkt mal hier eine Teilnehmerin. Sie kommt aus Saarbrücken. Wie ist Ihr Name? Christine Österreich. Ja, Frau Österreich, Sie haben viel probiert. Sie haben Low Carb zum Beispiel probiert. Ja,
Das finde ich sehr angenehm. Es bekommt mir sehr gut im Vergleich zu einer anderen Diät mit wenig Fett und Kohlenhydrate egal oder kohlenhydratreich. Das ist eher nicht bekömmlich für mich. Ja, Sie haben jetzt wie viel Geld investiert hier in die Aktion heute Abend? Oh, ganz wenig, nur 39 Euro kostet das. War es ihm wert, oder? Na, auf jeden Fall. Ich koche sehr gerne und möchte gerne noch ein paar mehr Tipps zu dieser Low-Carb-Ernährung. Ja, jetzt hat sie Low-Carb, jetzt sind hier einige, ich sag mal, Sorten. Ist das so typisch, Leute sagen, bringen so ein bisschen was mit, ihrer Erfahrung? Low-Carb oder nur Fett? Viele haben schon einiges ausprobiert, genau, und haben so ihre Richtung, beziehungsweise wissen schon, was ihnen richtig gut tut. Aber häufig fehlt die Inspiration, die Umsetzung im Alltag. Und wir geben heute neue Impulse. Was für Rezepte kann man denn noch machen? Und da kommt noch mal ganz anderes raus, das man dann für sich integrieren kann in seine Alltagsküche sozusagen. Dürfen Leute Fragen stellen zwischendurch? Ja, natürlich, unbedingt. Ja, es ist ein sehr schöner Abend. Wir freuen uns sehr darauf, in der lockeren Atmosphäre, wo man was lernt, was mitnehmen kann, noch gut essen kann. Ja. Okay. Prima. Das heißt, das wäre jetzt eine von denen. Ist sie nett? Ja, auf jeden Fall, macht schon mal einen guten Eindruck. Sie haben gerade erst kennengelernt, oder? Ja, genau. Sicher. Mhm. So. Ja, hier haben wir noch zwei. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Ich habe noch eine Frage. Ja, ihr wart schon im Video. Ihr seid wer? Rosi Schröder-Just. Genau. Saarbrücken hier vom Eschberg. Genau, du hast deinen Mann mitgebracht. Da ist er. Ich heiße aber nur Kurt Just. Ja. Und nicht Schröder. Und ihr habt auch einen Kochkurs belegt, ihr beide, heute Abend. Ich nicht. Ja, deine Frau. Meine Frau. Er auch. Das hat er jetzt wieder vergessen. Er auch. Genau, es geht um gesunde Ernährung. Ihr habt bereits schon gut abgenommen, gell? Ja, aber auch wieder zugenommen und das möchte ich halt wieder abnehmen und ich möchte dabei gesund leben und ja, und vitaminreich und keinen Hunger haben. So, das sind ja schon ganz viele Dinge auf einmal. Das klingt wie so ein Überraschungsei. Drei Sachen auf einmal, ja. Ist das oft so, über Winter nimmt man ein bisschen zu? Ja, kann schon sein. Ja, im Winter sind wir alles ein bisschen gemütlicher, mehr zu Hause. Wir sind nicht mehr so aktiv und da geht auch durch die Weihnachtsplätzchen das ein oder andere Kilo nochmal drauf. Und genau, das ist schön, wenn man jetzt im Frühjahr nochmal startet. Und viele haben im Leberfasten, auch wie die Frau Schröder-Just, gestartet, mit dem Leberfasten einfach nochmal dem Körper den Stoffwechsel anzuheizen und sozusagen eine Detox-Kur zu machen oder eine Fastenkur im Frühjahr. Das eignet sich auch ganz gut im Wechsel von den Jahreszeiten. Und jetzt schauen wir einfach, wie können wir denn die Ernährung langfristig so gestalten, dass wieder sie zu ihrem Wohlfühlgewicht kommt. Okay, prima, ja. Man darf ja das Ganze, was man hier kocht, dann später auch verzehren, ne? Ja, unbedingt. Wir haben den Tisch schon gedeckt und wir werden lecker zusammen essen heute. So, ich schau mal kurz, wenn Sie mal kurz mit mir mitkommen. Ist das schön gedeckt hier? Ja, schön. Ja. Sind Sie so ein Gefühlsmensch? Schon, oder? So ein bisschen? Ja, natürlich. Das ist ja schon mit Liebe gedeckt hier. Das ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern sehr schön hergerichtet. Okay. Auf jeden Fall. Prima. Also, ich lasse Sie jetzt mal in Ruhe. Ihr kocht jetzt mal ein bisschen und auf jeden Fall Ernährung ist Ihnen wichtig, gell? Auf jeden Fall. Das, denke ich, ist wirklich wichtig. So, und der Preis, das war okay. 39. Das ist doch absolut schön, wenn man was lernen kann, was man zusammen, gemütlich zusammen kochen kann und da noch das Essen verzehren darf. Also bitte, das finde ich super. Dankeschön. So, ich gehe noch mal kurz zu den beiden anderen. Da haben wir sie mit dabei. Ja, ich wünsche euch noch viel Freude beim Kochen. Ganz viele Leute sind schon da. Wir dürfen euch nicht mehr aufhalten. Ich glaube, es werden bestimmt 15, 20 Leute heute Abend. Ihr werdet schön kochen, gell? Ja, aber nicht vor Wut. Ja, nicht vor Wut. So, vielen, vielen Dank. Ja, auch an dich. Ja. Dankeschön. So, wenn man Interesse hat, die Kurse gibt es immer wieder? Absolut, ja. Wir haben als nächstes ein Osterevent. Also einfach bei uns anrufen, auf unserer Internetseite schauen oder Facebook und dann vorbeikommen. Wir freuen uns. Ernährungszentrum Saar, das ist der Schlüssel. Einfach eingeben, googeln. Und vielleicht seid ihr ja demnächst dabei, wenn es um Karotten, um Blumenkohl und um Bohnen geht. Ja, vielen Dank.